Folgen wäre Heirat. Witwe muss 150.000 Euro überzahlte Witwenrente an die Rentenversicherung zurückzahlen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, das Thema Witwenrente ist immer brandaktuell und ich möchte Ihnen heute hier von einem Fall berichten, der beim Sozialgericht Berlin entschieden wurde, und zwar im Jahr 2015. Entschuldigung. Was ist passiert? Eine Witwe oder eine Dame wurde 1993 Witwe, ihr Mann verstarb. Sie hat dann von der Rentenversicherung Witwenrente bekommen, die große Witwenrente. Und im Rentenbescheid stand sinngemäß drinne: Liebe Witwe, wenn du wieder heiratest, musst du uns das unverzüglich melden, denn wir werden dann die Zahlung der Witwenrente einstellen. Gesagt, getan. Die Dame ist dann in die USA ausgewandert und hat dann dort 1998 geheiratet in Kalifornien, im schönen, sonnigen Kalifornien, und hat aber die neue Ehe, die Heirat der ihrer Rentenversicherung nicht gemeldet. Im Jahr 2012 hat dann eine nicht näher benannte dritte Dame, eine andere Frau, der Rentenversicherung mitgeteilt: Hier, die Frau bezieht Witwenrente, die ist doch aber verheiratet, das kann doch wohl alles nicht wahr sein. Daraufhin hat die Rentenversicherung, also die Witwenrentenzahlstelle, dann die Zahlung der Witwenrente eingestellt und hat nach einer Anhörung, die hat sicher stattgefunden, dann einen Rückforderungsbescheid in Höhe von sage und schreibe über 148.000 Euro Witwenrente erlassen. Ja, und gegen diesen Bescheid ist dann die Witwe in Widerspruch gegangen und hat dort im Widerspruchsverfahren sinngemäß gesagt: Na ja, meine Damen und Herren, das stimmt doch alles gar nicht mit der Hochzeit oder mit der neuen Heirat, denn in Kalifornien müssen doch bei der Eheschließung mindestens zwei Zeugen anwesend sein, aber bei meiner Hochzeit war ja nur ein Zeuge anwesend und deshalb ist ja die Ehe selbst nach amerikanischem Familienrecht, nach kalifornischem Familienrecht unwirksam. Deshalb habe ich weiter Anspruch auf diese Witwenrente und deshalb gehe ich mit dem Widerspruch gegen diesen Rentenbescheid vor. Ja, gesagt, getan, die deutsche Rentenversicherung hat dann aber diesen Einwand nicht gelten lassen und hat dann sozusagen einen Widerspruchsbescheid erlassen und dagegen ist die Dame, dann die Witwe, zum Sozialgericht Berlin gegangen. Ja, und dort beim Sozialgericht Berlin ist sie dann sehr rüstig und aufgeschlagen. Zu dem damaligen Zeitpunkt war sie 84 Jahre alt und hat dann dort sozusagen die Abfuhr erteilt bekommen. Das Berliner Sozialgericht hat mitgeteilt, dass oder hat entschieden, dass die Witwe zu Recht die knapp 150.000 Euro Witwenrente zurückzahlen muss. Denn nach kalifornischem Familienrecht genügt sehr wohl ein Zeuge, also es muss ein Zeuge bei dieser Ehe anwesend sein oder bei der Eheschließung anwesend sein. Das war der Fall und deshalb war die kalifornische Eheschließung hier im Grunde genommen korrekt. Ja, meine Damen und Herren, das Berliner Gericht hat dann auch so ein bisschen salomonisch gesagt, naja, das war vielleicht so eine kleine Hilfskrücke, so ein kleines Scheinargument der Witwe, so nach dem Motto, damit bin ich quasi berechtigt, hier nichts zu melden. Ja, meine Damen und Herren, das war praktisch im Grunde genommen die Entscheidung. Der Witwe selbst ist es sicherlich nicht schwer gefallen, diese 150.000 Euro zurückzuzahlen, denn sie hat laut Angaben des Gerichts 90.000 Euro oder sie hat selber dort angegeben bei Gericht, dass sie 90.000 Euro Ersparnisse hat und eine Eigentumswohnung hat, die sie dann im Zuge der Rückzahlung verkaufen musste. Also, meine Damen und Herren, das hätte sicherlich nicht sein müssen. Ja,
Ein Gutes hat es aber dennoch für die Witwe. Ist Folgendes noch passiert. Zwischenzeitlich hat sie sich von dem zweiten Ehegatten scheiden lassen. Das heißt also, diese Ehe war dann nicht mehr existent und sie hat dann aller Voraussicht nach sogar wieder einen Anspruch auf eine erneute Witwenrente aus der Versicherung des zuerst verstorbenen Ehegatten, und zwar nach § 46 Absatz 3 Sozialgesetzbuch Nr. 6. Das ist die Witwenrente nach dem vorletzten Ehegatten. Ja, meine Damen und Herren, 150.000 Euro Rückzahlung Witwenrente oder Witwerrente, das ist eine richtig große Menge Holz. Die meisten von uns könnten das gar nicht zahlen und sie würden dann sozusagen ein Insolvenzfall werden. Und deshalb, meine Damen und Herren, kann ich Sie wirklich nur alle dringendst bitten, von Herzen bitten, wenn Sie eine Witwen- oder Witwerrente beziehen und wieder heiraten, melden Sie das bitte der Rentenversicherung. Denn mit der Wiederheirat haben Sie keinen Anspruch mehr auf Zahlung der Witwenrente, aber Sie können dann eine bis zu 24 kalendermonatige Abfindung erhalten. Und das kann auch nochmal eine Menge Geld sein, die Sie praktisch da erhalten, meine Damen und Herren. Also, das war mal ein Fall aus der Praxis, der aus meiner Sicht wirklich bemerkenswert ist und der uns auch wieder zeigt, wie knallhart die Rechtslage sein kann, wenn hier den Mitwirkungspflichten, den Meldepflichten durch Rentnerinnen und Rentner, die eine Rente beziehen, eine Witwenrente beziehen, nicht nachgekommen wird. Das betrifft im Übrigen auch, wenn Sie als Witwe oder Witwer zum Beispiel eigene Einkünfte haben und diese der Rentenversicherung nicht melden. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich habe zu diesem Urteil einen Beitrag auf rentenbescheid24.de veröffentlicht. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.